hört Kai Scheuren bei Köln. Hier lebt der 20-jährige Dennis bei seiner Oma Claudia. Er besucht die Pierlet-Barski-Berufsschule in Frechen und macht eine Ausbildung zum Maurer. Mit seiner Freundin Larissa plant er eine gemeinsame Zukunft. Oma, haben wir noch Curry King? Dennis trainiert für seinen Traum. Der Maurerlehrling wäre nämlich lieber Türsteher. Tut mir leid, geschlossene Gesellschaft. Ey, was laberst du da? Ey, bist du bescheuert? Mann, Larissa, ich übe Türsteher. Du willst ein Türsteher sein, ey? Du hast kein Body, du hast keine Ausstrahlung, die haben keinen Respekt vor dir, ey. Die lachen dich voll aus, ey. Pass mal lieber auf. Ey, pass du mal auf, sonst kriegst du Hausverbot, Mädchen. Mit den Schuhen kann ich dich eh nicht reinlassen, so. Ey, du hast voll die Paranoia, ey. Das sind meine Hausschuhe, ey. Ey, ich muss pinkeln, ey. Das ist voll gegen die Menschheit, ey. Nein, pass auf. Mein Chef hat gesagt, ich darf nicht jede Schlampe reinlassen. Was hast du gesagt, ey? Ich bin eine Schlampe? Du bist selber eine Schlampe. Ich bin schon eine Schlampe, ey. Ey, Mädchen. Du hast keinen Respekt vor mir, Larissa. Ich weiß auch nicht so, ne? Echt, ey, wenn ich ehrlich bin, ne, dann habe ich gar keine Lust mehr auf Maurer sein und so. Voll der Otto-Job, echt. Aber ich bin ja auch ehrgeizig, ne? Ich habe ja noch Ziele und Träume im Leben und so. Schock für Dennis' Oma Claudia. Der Junge will seine Ausbildung schmeißen und Türsteher werden. Ich mache mir voll Sorgen. Ist das nicht auch gefährlich? Wieso gefährlich, Oma? Ich bitte dich, gefährlich, ey. Die Ballerei hin und wieder. Nein, weißt du, es geht darum, dass die Leute so ein bisschen Respekt haben. So, das finde ich gut. Der vom Christian, der Bruder, ne, der Dings, der macht das auch so. Der macht das auch. Der verdient voll das Geld, ey. Der hat voll die Muskeln so. Ja, Mensch, der kann doch jetzt nicht einfach alles hinschmeißen. Ich verstehe die jungen Leute nicht. Ich habe damals auch erst eine Ausbildung gemacht zu Dekorateuren. Ja, da musste ich auch auf vieles verzichten. Ja, die Kinder habe ich erst viel später bekommen. Mit 17. Was machst du? Nimm mal an, einer von denen zieht so ein Messer oder so. Und dann? Was machst du dann? Ich nicht, ja, was? Ey, hier, guck. Das darf ich dann mir nicht. Dann nehme ich einfach ein größeres Messer so. Au! Oh, Scheiße! Was hast du? Ja, was ist die scheiß Lampe hier, Mensch? Was passiert da? Du packst da jetzt ja nur Blut, du klappst da jetzt, hol ein Pflaster, komm, hol ein Pflaster. Mir ist voll übertrieben, ich hab den Kopf geschossen, Mann. Was holst du, was? Ich weiß nicht mehr, was ist. Oh Gott, der Junge kippt um. Dennis, ja, was ist denn Pflaster? Dann ruf den Arzt oder was? Ich weiß es doch nicht, er kippt um. Alles Reden hat nichts geholfen. Dennis bleibt stur. Der Maurer-Azubi will seine Lehre schmeißen und Türsteher werden. Er will seine Zukunft in die Hand nehmen und ruft den Clubbesitzer an. Ist da der Herr Orhan? Ja, guten Tag, Herr Orhan. Ich wollte mal was fragen. So, ne? Dem Christian, dem sein Bruder, der hat gesagt, ich solle Sie anrufen wegen Arbeiten. Arbeiten. Tür. Hm? Erfahrung? Ja, hatte ich gerade hier. Ja. Probearbeiten, gerne. Wann denn? Heute. Wie viel Uhr denn? 20 Uhr? So früh? Wie lange geht das denn? Wie? Ich hab verstanden, 5 Uhr morgens? Herr Orhan, ich glaube, ich kann heute doch nicht, weil ich habe Bauchschmerzen. Ganz stark, ja. Ich höre Sie jetzt auch nicht. Netz, hallo, Orhan? Hallo? Boah, was für ein Otto-Job, ey. Hat der Sinn auch alle? Bis 5 Uhr morgens. Wann soll ich dann bitte in die Disco gehen? Wann? Sag mir das mal, sag mal. Außerdem 20 Uhr, ne? So früh. Von 20 bis 5 Uhr, 6 Stunden. Wieso soll ich so lange arbeiten, ey? Der spinnt ja wohl, ey. Boah, ey. Ich weiß auch nicht. Und sag mal, Dennis, was hat er gesagt? Hast du den Job? Nein, der Laden, der ist abgebrannt, ne? Ach, und der Chef ist tot. Vielleicht nächste Woche. Was? Abgebrannt? Was? Das AMG Factory ist abgebrannt? Ja. Warum? Warum nicht? Ja, abgebrannt. Sag mal, weißt du, wie ich mich da freue? Da bist du jetzt kein Türsteher, oder was? Nein. Ja, und dann gehst du ab morgen wieder in die Berufsschule. Nein, Oma, ich glaube nicht. Nee. Aber Dennis, jetzt mal ehrlich, ja, überleg mal bitte, ey. Was hast du denn sonst für eine Alternative? Wie, Alte? Ich hab doch dich. Ich sag mal, mach doch keine Schürze, ey. Ja, ey, mehr Spaß bei der Seite. Das war doch nur ein Witz, ey. Aber irgendwann müsst ihr auch mal lachen im Leben, so, ne? Ja. Nein, pass auf, ich hab mir was überlegt. Jetzt zu 100% so. 1 Million Mal hab ich mir was überlegt. Ich werde jetzt Exportmanager. Was ist das denn? Exportmanager. Ich glaube, da kann ich voll meine Stärken ausleben. So, telefonieren, Geschäfte machen. Außerdem habe ich voll die guten Bewertungen bei eBay und Facebook.